Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Digitalausschussreports. Da geht es um den Haushalt des Bundesinnenministeriums für das Jahr 2021. Rede und Antwort stand uns der CIO des BMI, Dr. Markus Richter. Ich fand besonders interessant, den Zusammenhang herzustellen zwischen Haushalt und dem ganz nagelneuen Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Vorratsdatenspeicherung. Die haben nämlich nicht nur geurteilt, dass eine quasi Überwachung sämtlicher Kommunikationen und Datenverkehre von allen Leuten jederzeit und überall gegen europäische Gesetze verstößt. Sie haben auch geurteilt, wenn man das zeitlich und örtlich begrenzt, zum Beispiel aus akuter Terrorgefahr, dann doch machen darf, muss man immer noch beweisen können, dass diese Art einer Überwachungsmaßnahme auch eine Wirkung hat. Und das lässt sich natürlich auf alle anderen Überwachungsgesetze auch übertragen. Das ist eine uralte Kritik der Linksfraktion, die wir hatten, dass man praktisch esoterische Sicherheitspolitik betreibt, indem man viel Überwachung ausbaut, zum Beispiel im Bereich Biometrie an Bahnhöfen, also biometrische Kameraüberwachung an Bahnhöfen, dass man aber gar nicht weiß, ob das irgendwas bringt und das nicht belegen kann. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. So eine Wirksamkeit aber beweisen zu können, erfordert eine Evaluation. Also habe ich gefragt, gibt es infolge dieses Gerichtsurteils einen Haushaltsposten, der vorgesehen ist für die Evaluierung solcher existierender Überwachungsmaßnahmen oder auch von Maßnahmen, die geplant sind? Gibt es noch nicht, aber Markus Richter hat bestätigt, dass man sich über diese Frage im BMI tatsächlich jetzt Gedanken macht, in der Folge des Gerichtsurteils des EuGH. Da können wir alle mal gespannt sein. Der Haushalt wird ja so noch nicht verabschiedet. Das ist ein erster Entwurf. Vielleicht kommt da ja noch ein neuer Haushaltstitel rein. Ich habe übrigens, wo wir gerade von Überwachung sprachen, auch gefragt, ob denn ein weiterer Ausbau von zum Beispiel Kameraüberwachung an Bahnhöfen geplant ist oder ähnlichen Dingen. Davon wusste Markus Richter aber nichts. Er geht davon aus, dass da keine Ausweitung im Moment geplant ist. Ist ja mal eine gute Nachricht. Das war gar nicht die einzige gute Nachricht. Ich habe mich auch daran gestört, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zwar eine Verbraucherschutzaufgabe in Bezug zum Beispiel Aufklärung der Bevölkerung zu IT-Sicherheitsfragen haben soll, auf seiner eigenen Webseite aber sich zum Beispiel als nicht zuständig für das Themenfeld digitale Gewalt betrachtet. Digitale Gewalt ist ja bekanntlich ein weites Feld. Da gibt es die sogenannte Hasskriminalität im Internet. Es gibt Revenge-Porn und alles mögliche andere, aber zum Beispiel gibt es auch Formen von Stalking, wo eine sogenannte Spyware, ein kleines Stück Überwachungssoftware, ohne dass ich das weiß, auf mein Handy oder ein anderes elektronisches Gerät geladen wird. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Malware, als eine Art Virus, die Dinge mit meinem Handy tut, die ich nicht möchte. Das ist eine Frage der IT-Sicherheit. Und deswegen auch eine Aufgabe des Verbraucherschutzes im Bereich des BSI. Die gute Nachricht heute war, ja, das soll künftig so sein. Es wird sich also ändern, dass das BSI dafür nicht zuständig ist. Es wird die Zuständigkeit für diese Themen erhalten. Das ist total wichtig, weil ich immer wieder von Betroffenen, vor allem Frauen, gehört habe, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen und dass sie quasi vom BSI auch abgeblitzt worden sind. Um beim Thema IT-Sicherheit zu bleiben, das ist ein ganz wichtiges Thema im Rahmen des BMI. Übrigens hatte ich im März diesen Jahres mal abgefragt, wie viele IT-Sicherheitsstellen dann in Bundesministerien und Behörden besetzt sind. Vom BMI kam die schlechteste Quote zurück. Mehr als 54% der IT-Sicherheitsstellen waren nicht besetzt. Das waren über 500 von paar in 900 Stellen, viele davon beim BSI. Ich habe heute gefragt, wie viele sind denn jetzt eigentlich inzwischen davon besetzt? Diese Antwort konnte ich direkt im Ausschuss allerdings nicht bekommen. Vielleicht kriege ich sie nachgereicht, dann schreibe ich sie euch unten irgendwann in die Beschreibung des Videos mit rein. Das Thema IT-Sicherheit schien dem CIO des BMI allerdings extrem wichtig. Er hat auch eine ganz neue Idee in den Raum gestellt, nämlich einen sogenannten CISO für die Bundesregierung zu haben. Ein CISO ist ein Chief Information Officer. Das gibt es in großen Unternehmen da draußen schon ganz oft. Das ist also derjenige, der als oberste Ebene den Hut auf hat, nicht nur für IT im Allgemeinen, den hat ja er für das BMI auf und auch für die
gesamte Bundesregierung, sondern ganz speziell für das Thema IT-Sicherheit. Ich kann nur hoffen, dass er sich mit dieser Idee durchsetzt, denn ein CISO ist für die IT der Bundesbehörden eine wirklich gute Idee. Gesprochen haben wir auch über das Online-Zugangsgesetz. Das war hier im Ausschuss schon ein paar Mal Thema. Wir haben uns als Linksfraktion immer wieder darüber beklagt, dass die veranschlagten Mittel überhaupt nicht ausreichen, um das Ziel der Bundesregierung bis Ende 2022 endlich alle Verwaltungsdienstleistungen digital machbar zu machen, dass man also nicht mehr ständig auf ein Amt latschen muss oder Papiere hin und her schicken, Faxen, Briefe schreiben. Das soll sich also wirklich erledigen bis Ende 2022. Die Mittel, die bisher dafür veranschlagt waren, das war völlig klar, dass die nicht reichen. Immerhin hat man jetzt gesagt, wenn man schon mal so ein Corona-Paket mit vielen Milliarden auflegt, da kann man auch 3 Milliarden Euro, das ist richtig viel Holz, auch für diese Verwaltungsdigitalisierung nehmen. Aber wir wissen auch, Geld allein ist nicht alles. Ein Problem hat Markus Richter heute selbst beschrieben, nämlich es soll ja ein Einer-für-alle-Prinzip gelten, dass nicht jede der 12.000 Kommunen, weil sich die digitale Anmeldung von Hundesteuer parallel entwickelt, sondern dass eine Kommune, ein Bundesland das in schön, in richtig macht und das dann alle anderen auch nicht nur benutzen können, sondern auch benutzen. Er hat gesagt, schon jetzt sind immerhin 300 öffentliche Dienstleistungen digital abwickelbar, also ohne Weg zum Amt und ohne Papier per Brief. Aber er sagt auch, ganz oft geht das eben nur in einem Bundesland, manchmal sogar nur in einer Kommune. Und das ist natürlich nicht, was wir uns so vorstellen. Er übrigens auch nicht. Da sprach er auch von dem Dashboard, über das ich in meinem Videoteil über den Haushalt des Kanzleramtes gesprochen habe, und hat gesagt, dieses schicke kleine Tool, das online visualisieren soll, wie der Fortschritt der Digitalisierung in der Bundesregierung ist, das soll künftig, nicht jetzt gleich beim Start, aber spätestens Anfang des Jahres 2021, auch zeigen, wie viele Nutzer haben denn die diversen online verfügbaren öffentlichen Dienstleistungen verwendet. Also wie oft ist jemand nicht mehr aufs Amt gelatscht, sondern hat es digital gemacht. Und es soll auch zeigen, wo überall kann man eine bestimmte Dienstleistung online nutzen. Das fände ich mal einen richtigen Mehrwert, weil ehrlich gesagt, wir haben alle gar nichts davon, wenn irgendwas an einer einzelnen Kommune oder in einem Land geht. Das muss überall funktionieren und da würde man es dann live verfolgen können, wo das überall der Fall ist. Das ist ein dickes Brett zu bohren, denn es gibt so gewisse, ja, nicht nur, also so ein Länderstolz, wenn man da schon irgendwas entwickelt hat und dann macht ein anderes Land was anderes für das gleiche Thema, will man sich sehr schwer davon verabschieden. Da muss man jetzt über föderale Ebenen hinweg miteinander sehr, sehr eng kooperieren. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Geld eben nicht alles ist, sondern dass es überall menschelt, dass man eben solche Barrieren überschreiten muss, damit wir tatsächlich Ende 2020 im Bereich E-Government weiter sind als die ganze Zeit und nicht mehr eines der Schlusslichter in Europa. Das war's für heute, der zweite Teil des Video-Ausschussreports des Digitalausschusses im Bundestag. Beim nächsten Mal wird es nicht um Haushalt gehen, sondern über andere Fragen. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Danke fürs Zuhören und schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob ihr das zu detailliert fandet oder genau richtig, was ihr gerne anders hättet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback gebt und dann bis zum nächsten Mal.